So, jetzt ist es soweit, hä? Ich freue mich auch, wirklich. Ich bin einfach nur ein bisschen müde. Weißt du, ich freue mich hin. Also, wir gehen holen. Wir gehen jetzt holen. Wir freuen uns. Yeah, jetzt ist es soweit. Yes. Aragon, wir kommen. Genau, jetzt 22. September 2017. Genau. 22. September 2017. Scheiße, wir alt. Du siehst nur so. Ja, genau. Es wird cool. Wir freuen uns hin. Jetzt geht's los. So, meine lieben Leute, jetzt sind wir hier schon ein bisschen unterwegs gewesen. Ich höre es so im Hintergrund, mein Fahrgast dabei, der Aragon ist jetzt da. Er tut noch ein bisschen rennen, ist ja klar, das erste Mal vom Rudel weg. Das Autofahren hat er zwar schon ein bisschen gekannt, aber das erste Mal von seinen Geschwistern die Furcht ist natürlich nicht ganz einfach. Und darum ist es noch ein bisschen am Rennen. Aber bis jetzt ist es sehr gut gegangen. Wir können vielleicht mal überschwenken. Mal schauen, ob wir ihn sehen, so. Da, jetzt wird er da mein... Ja, hallo. Ciao. Ja. Ich glaube, es ist schlecht. Ja, es ist jetzt vielleicht auch nicht so. Vielleicht ist schlecht. Also wir haben noch zum mit zum Fahren haben wir so ein Elektran mitgenommen. Ja, wir gehen jetzt heim. Aber wir haben so ein Lebertran-Dings mitgenommen, damit wir ihn ein bisschen beruhigen können. Aber jetzt im Moment tut er nichts wissen davon. Und auch so ein Küsschen mit eingepackt, dass er so ein bisschen sich daheim fühlt. Aber ich glaube, jetzt müssen wir sofort fahren, dass wir sofort heim können. Und dann geht es weiter. Daheim muss man natürlich zuerst mal alles beschnuppern und so mit der Nase lernen kennen. Das erste, was wir ihm gezeigt haben, war sein Küsschen. Das ist dann auch sein Ruheort. Dort haben wir ihm ein bisschen Gudeli drin getan, dass es positiv verknüpft ist. Dort kann er auch catchen. Catchen ist ja auch etwas, das beruhigt. Wir mussten auch ein bisschen aufpassen. Wir haben eigentlich geplant, dass wir ganz ruhig das Ganze angehen wollen. Und haben dann im Nachhinein auch gemerkt, dass wir selber auch gleich auch sehr aufgeregt waren. Ich glaube, das passiert noch schnell einmal, wenn so ein kleiner Gast einzieht. Also nein, Gast ist er nicht. Genau, kommt zu uns. Das ist jetzt ein neues Familienmitglied. Das ist wirklich wie ein Baby aufs Welt kommt. Genau. Und mehr heimlich. Er dreht sich halt schon. Blöd gesehen, das ganze Leben um das kleine, ja. Kleine Wesen, das hier neu ins Leben kommt. Das ist automatisch ein Schling. Das war von Anfang an ein Schling, genau. Und das ist sicher etwas, was wir daraus gelernt haben, jetzt sogar in der ersten Phase. Also wir haben jetzt eine gute Woche. Dass man einfach von Anfang an ruhig muss mit dem Hund umgehen. Ruhig und bestimmt. Genau, ruhig und bestimmt. Und genau, es ist halt es ist halt schon eine sehr prägende Phase. Ja, man will nichts falsch machen. Die erste, klar, man will nichts falsch machen, man ist ein bisschen nervös und ja, halt aufgeregt und das spürt halt der Hunger. Er ist ja selber auch aufgeregt und wir sind aufgeregt. Genau. Und dann passiert halt auch zwischen noch ein bisschen Malheur, dass er halt öfters mal reinbisselt vor der lauter Aufregung. Aber ja, da darf man dem Hunger nicht böse sein, das ist auch ein bisschen normal. Man sollte einfach irgendwo probieren, seinen Alltag ganz normal weiterzuführen, wie vorher. Dass der Hund eben eigentlich auch schon, naja, in die Familie kann integrieren kann. Genau, von Anfang an daran gewohnt, wie sich dann auch läuft im Alltag, dass man nicht ein Sonderprogramm macht am Abend. Genau, nur Catchen ist ja auch so etwas, das lieben sie ja, die Kleinen müssen sie auch können. Und da hat er jetzt wirklich was, gut, mal schauen, wie lange das lebt, das Nestchen da, aber er liebt es und dort darf er eben auch. Dort kann er catchen und wühlen und ein bisschen drin umgraben. Dort haben wir auch ganz gäbig, Gudeli drin versteckt, genau. Am Anfang, dass er dort auch positiv verlinkt. Und das ist wirklich so ein bisschen sein Ort. Dort darf er sein und wenn er schläft, lassen wir ihn auch sein. Aber dort kann er auch, eben, dort kann er auch ein bisschen catchen und machen. Und wir haben es wirklich sehr gerne. Es gibt ja andere Bereiche, wo er eben nicht her darf. Aber da ist wirklich, man sieht, der fühlt sich wohl. Er ist also sehr schnell angekommen und hat sich sofort wohl gefühlt.
Er hat hier sehr schnell einen entspannten Eindruck gemacht. Hier ist das Leben aufgekommen. Du hast nicht verschlafen. Du bist nicht mehr so entspannt. Mal entspannt schon, aber da ist, genau. Das mache ich so rausgelangt. Und das ist auch seine Röhre. Es sind nicht kleine Kinder rum, wo man Sorgen haben müsste, dass der jetzt denen geht, die Spielsachen verrücken. Das ist wirklich sein. Das hat er auch schon beim Züchter gehabt. Es ist also auch super, wenn ein Züchter schon von Anfang an mit vielen Geräuschen im Wurf arbeitet und sie auch verschiedene Materialien kennen. Und eben da darf ich jetzt wirklich so auch ein bisschen dran tun. Weil es gibt ja andere Sachen, eben zum Beispiel Mobiliar oder Kleider und so, darf er es nicht. Aber irgendwo muss er es ja können ausleben. Ja, und wir tun jetzt hier auch nicht animieren, das darf von sich aus. Jetzt sind wir wirklich voll wach. Ja, das fängt halt. Oh, aber das sind kurze Sequenzen, so eine Welpe so spielt. Und dann muss man dann auch wieder gleich nach 10 Minuten mal schauen, dass er wieder runterfahren kann. Mhm. Die kennen die kleine Kinder haben, Babys, die kennen das selber, dass sie dann so übermüht, übertreibt sind. Ja. Und sich dann gar nicht selber beruhigen können. Ja, Bäcker sind nur noch am Abend, können einschlafen und so. Genau. Also, es ist ja dann auch nur jedes verschieden. Genau. Und das ist echt, beim Hund ist es ähnlich und gleich. Und da ist jetzt so schön zu sehen, oder? Das ist unser Grosser, der mit ihm spielt. Und, aber gleich auf eine ruhige Art, der macht das, glaube ich, recht gut. Also, wir müssen ja sagen, wir sind keine Experten. Wir sind wirklich keine Hundeprofis, aber das ist auch unser Empfinden. Unsere Wahrnehmung, ich glaube, er macht das hier recht gut, er ist da ruhig mit ihm. Wir haben ja angefangen mit dem Spielen immer etwa mal das Spiel unterbrechen und mal die Sachen aus dem Mund nehmen können, von Anfang an. Dass er das wirklich auch zulässt und sich lassen führen lässt. Aber er hat ja Spass, wie man sieht. Es ist schön, man kann ihn überall anlängen, also er hat überhaupt keine Berührungsängste. Das war von Anfang an nicht, natürlich liebevoll, aber er kennt es. Man kann ihn wirklich überall auch jeden Tag mal ein Schnäppchen nehmen, das haben sie aber auch nicht so gern. Ja, das sind draussen. Dann sind wir jetzt draussen da bei unserer Lounge und hier geht eigentlich schon die erste Erziehung so ein bisschen los. Es gibt einfach Bereiche im Haus, wo der Hund nichts verloren hat. Und das ist auch wichtig für einen Hund. Das ist nicht, oh nein, jetzt darf er dort nicht drauf, das arme Hundeli und so. Nein, das ist ganz klar, es gibt Bereiche, darf der Hund nicht her und das muss er von Anfang an lernen. Stellt euch den Hund mal mit der Wachse vor, wenn er 30 Kilo ist. Genau, das gleiche in gross. Das gleiche in gross, wenn er dann auf dem Sofa auf euch rumturnt, ist es vielleicht dann auch nicht mehr so lustig. Ja, wenn er eben die Leute ankumpelt und Leine rumschießen. Wir haben jetzt hier den ersten Ausflug in den Garten haben wir mit Leine gemacht, dass nicht er zeigt, wo das er geht, also wie der Gartenkunde. Wäre vielleicht auch nicht gegangen, wir haben es mal so gemacht. Also eine Führung muss ich noch üben, ja, genau. Er führt dann den Mädels um. Das ist natürlich im ersten Rausgehen, ist das glaube ich noch nicht das Hauptthema gewesen. Aber ja, dann hat er jetzt einfach mal hier diesen Bereich, wo er kann anschauen bzw. schmücken und erkunden. Und dann geht man wieder in einen anderen Bereich anschauen. Und mittlerweile ist er natürlich frei draußen. Aber ja, eben nach einer Woche sind schon wieder andere Themen. Spielen, einfach immer spielen ist im Moment einfach das Hauptthema. Ja, das Leben ist spielen. Genau, spielen, fressen, schlafen. Genau, und bisschen. Und bisschen. Wir haben dann auch so ein bisschen, eigentlich schon vorher, so ein Spielzeug auch für draussen suchen, so wie der Catch-Knüppel. Mhm. Oder wie man dem professionell sagt. Also nicht gegen Füße ankatschen, sondern eben
dort darf er. Genau. Das ist der Sinn. Genau. Und jetzt willst du ihn eben auch wieder mal das wegnehmen. Ja. Ich habe eben so ein Schaf. Ja, das liebt er, gell? Das liebt er, ja. Ups, so wie so ein Knüppel. So ein Stoffknüppel, ja. Und das, ja, das hat er wirklich, das liebt er, ja. Hier ist jetzt, glaube ich, das erste Mal ohne Leine unterwegs, ja. Und hier geht es jetzt gleich zum Nachbarn rüber. Und der Nachbar hat auch Hunde. Also sie haben Hunde. Ein grosser und ein kleiner. Man sieht, welcher zu welchem gehört. Also du meinst, welcher Knochen zu welchem Hund? Genau, der gleiche Knochen zum grossen Hund. Ja, wir haben jetzt hier einfach ein bisschen beobachtet. Gar nicht gross eingegriffen. Ja, wie gesagt, du bist ein bisschen unsicher. Ich weiss natürlich nicht mal, dass die grosse Alaska-Taskhündin in der Nähe ist. Und zack, ab damit, Beute machen. Das ist jetzt cool, wenn wir noch einen kleineren sind. Seine erste Beute. Ja. Genau. Es war so okay für die Nachbarn, dass es mit Pfiff zu sein. Ja, das war unsere erste Woche gewesen, mit unserem Aragon. King Aragon, genau. Ein kleiner Prinz, gell? Kleiner Prinz, aber noch der König ist er noch nicht. Spannende Zeit jetzt. Sehr spannend, ja. Sehr schön. Und wir freuen uns natürlich sehr auf die weitere Zeiten. Und ja, sind gespannt, wie es weitergeht. Sind gespannt, wie es weitergeht. Wir hoffen, ihr seid auch gespannt, wie es weitergeht. Wir haben auch gute Zeit, genau. Teilt auch eure Erfahrungen mit uns in den Kommentaren. Wir sind da sehr offen für solche Sachen. Spannend. Sehr spannend, genau. Da ist Alaska. Da ist Alaska vom Nachbarn, genau. Okay, danke mir fürs Zuschauen. Freuen wir uns das nächste Mal. Bis gleich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.